Guten Abend, Frau Schneider. Wir haben ja vorher gerade eine kleine Geschichtslektion gesehen. Wie ist das eigentlich Basel-Land? Der Kanton, der hat früher zur Stadt Basel gehört. Das war wahrscheinlich die Herrschaft, nehme ich an, oder? Ja, also wir haben uns einmal getrennt im 1833 und Sie wissen vielleicht, dass ich gern gehabt hätte, wenn die Kantone wieder zusammengekommen wären. Letzten Herbst, aber ich bin unterlegen. Leider, ja. Es wäre richtig gewesen für die Region. Aber ja gut, es geht uns ja gleich. Wir Zürcher und Solothurn gehören jetzt auch zu den Innerschweizer zusammen, oder? Obwohl wir das früher noch nicht hätten wollen. Man hätte dann eben gerne ein bisschen mehr Schlagkraft gegenüber den Zürchern. Also im Fußball haben wir es ja, aber sind ihr auf dem Land genauso zürichfindlich wie die in der Stadt in dem Fall? Ja, also nein, wir sind eigentlich nicht zürichfindlich. Ich meine, wir haben immer noch den besten Fußballclub, von dem her haben wir nichts zu befürchten. Ich kann sagen, das wird schon zum zweiten Mal. Also ist da hat Zürich Veränderlichkeit offen. Also wer mir FC Liestl ist besser als also der FCB. Der FC Liestl ist sicher wichtig, aber der FCB. Nehmen wir dann die Stadt dazu beim Fußball, he? Natürlich. Die ganze Region. Wir nehmen auch noch Solothurn dazu. Jura, Aargau. Ja, das habe ich gehört, dass der Solothurn eben auch dazu nehmen. Genau. Aber da Kanton bekommen wir nicht, Frau. In Basel-Land hat es ja kürzlich Landratwahlen gegeben. Und die haben ja nicht nur Schlagzeilen gemacht im Kanton selber, sondern in der ganzen Schweiz. Weil es hat dort einen deutlichen Rechtsruck stattgefunden. Das heisst, hin zu der SVP mehr. Und jetzt reden wir ja immer da von dem bürgerlichen Schulterschluss. Jetzt auf die Wahlen an im Herbst. Sind ihr da immer noch sicher auf welche Seite, wo das an den Schulterschluss hat? Mache ich von der CVP zum Beispiel? Also die CVP hat gewonnen, das ist das Wichtigste bei den Wahlen, bei den Landratswahlen. Und im Kanton Luzern hat sie ja heute auch gewonnen. Das freut mich natürlich besonders, also vor allem in der Regierung. Und es ist wichtig, dass man sich dort zusammentut, wo man gemeinsame Themen hat. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass unsere Partei auch im Herbst gut abschließt. Ja. Man muss. Also zuversichtlich das Glas, sind alle. Das Glas muss halb voll sein und nicht halb leer. Sonst ist man am falschen Ort in der Politik. Aber das ist klar. Kommt gut, ja. Bin ich überzeugt. Aber in der CVP ist es immer ein bisschen in der Mitte, das Glas, oder? Ja. Halb voll. Immer halb voll. Also, aber mein NZZ-Rating ist bei 0,9, also halb voll. Sie sind sowas von Mitte. Oder? Also man redet man ja immer von der Mitte und man weiß nie, wie die Mitte aussieht. Und jetzt weiß man es eigentlich. Es gibt Mitte links und es gibt Mitte rechts. Wichtig ist, dass man gute Sachpolitik betreibt. Stimmt, aber und Sie versucht, haben Konsens zu finden in den verschiedenen Sachthemen. Und das macht die CVP in der Regel. Also auch in der Auswahl der Themen sind Sie ja ziemlich Mitte. Also einerseits Jugendchör, andererseits Pro Juventute. Also Sie haben eigentlich das ganze Spektrum ein bisschen zusammengefasst. Senektute. Senektute, ja natürlich. Das habe ich verdrängt. Ja, sorry, das habe ich verdrängt. Ich habe jetzt mehr an Mike gedacht, oder, wo ja zu den Jungen gehört. Der Victor ist so jung, dass er immer für Provi Juventute einzahlt. Ja. Wir haben in der CVP auch eine Sektion 60+. Das wäre also auch etwas für Sie. Ja. Ich bin doch noch nicht 60, wie kommen Sie auf so etwas? Ist jetzt sowas von unhöflich, ist noch nie ein Gast gewesen. Nein. Völlig klar. Nein, Sie sind ja, ich kann mir dann mit schauen, dann immer, was machen die Gäste sonst so jetzt, nebst dem Nationalratsmandat natürlich, wo natürlich das Wichtigste ist, was Sie politisch machen. Aber dann habe ich gesehen, Sie sind bei der Schweizer Stiftung Farbe. Und dann habe ich herausgefunden, die ist dann erst noch zur Winterthur. Was machen die da? Farben festlegen? Oder malen? Ja, Fingerfarben malen? Nein, das ist eine Umweltstiftung. Eine Umweltstiftung, die Labels machen auf Farben. Und das ist eine Umweltstiftung, die gegründet worden ist von der Lack- und Farbenindustrie. Die tun sich also selber Umweltvorschriften geben. Und das Label ist sehr erfolgreich. Das heisst, sie kaufen keine Farbkübel mehr ohne unser Label drauf. Ja. Also Ihr Orange von der CVP zum Beispiel ist nicht so giftig, wie es aussieht in dem Fall. Sie sind engagiert. Sie sind, glaube ich, Präsidentin von Südumfahrung Nein. Oh, ja. Will man Ihren ganzen Kanton jetzt einfach umfahren? Genau. Oder was ist das für also eine Südumfahrung? Das Präsidium kann jetzt in einen Nagel hängen, weil wir erfolgreich gegen das Trassee gekämpft haben und jetzt einen engen Umfahrungsgürtel Basel haben. Ja. Darüber ist wird jetzt dann auch nächstens befunden im kantonalen Parlament. Dort ist es einfach um einen weiteren Südumfahrungsgürtel gegangen, um eine Strasse durch ein Gebiet, wo ich
beheimatet bin und wo mir sehr wichtig. Genau. Also kein Verkehr im eigenen Quartier, sondern der so muss nebeneinander durchgehen bei den SP-Wählern zum Beispiel. Wobei, dort ist natürlich noch spannend, dass 6 Planungsbüro zum gleichen Schluss gekommen sind, wenn ich, dass die Südumfahrung nicht zielführend ist, nur ein Haufen kostet. Die hätten gescheiter am Anfang auf sie gelassen, oder? Das finde ich auch. Eben. Ja. CVP. Das finden allerdings alle Politiker, oder? Das ist ein bisschen tragisch mit dem Ganzen. Jetzt Elisabeth Schneider-Schneider. Also Schneider-Schneider. Haben Sie sich schon mal überlegt, bei einer erfolgreichen Wahl noch ein drittes Schneider anzuhängen? Hinten dran wäre ja noch. Also, ich könnte vielleicht ahnen, dass das mit dem weichen D von meinem Mann kommt. Aha. Ja, also ich habe meinem Mann seinen Namen angenommen. Umgekehrt wäre logischer. Und ich hatte einen Harztee. Und nein, das klingt ein bisschen komisch. In der Zwischenzeit ist es natürlich auch ein Mann geworden, weil Schneider, das ist eher eine Gattung wie ein Name. Und da muss man sich ein bisschen abgrenzen. Und wir haben damals, als ich in Politik kam, eine Regierungsrätin gehabt, die hat Elisabeth Schneider geheissen. Ich Aha. Elisabeth Schneider. Und dann habe ich immer ihre Mails gekriegt und ich hatte Freude, sie nicht so. Und von dem her haben wir dann den Auftrag gehabt, unseren Mädchennamen hinten dran zu hängen. Also Schneider 2 wäre ja auch gegangen, oder? Ja. Oder DT, das wäre auch eine Variante gewesen. Es ist ja sowieso ein Kanton, der sehr viele so lange Namen hat. Susanne Lüttenegger-Oberholzer. Wo wir ja vorher gerade gesehen haben. Also, ich finde, sie sieht immer noch sensationell aus. Ja, die hat den Haltag, sorry. Das stimmt. Ja. Okay. Sie hat ja auch einen Doppelnamen. Also, das scheint ein bisschen ein Nest. Aber im Unterschied zu ihr bin ich mit meinem Mann noch zusammen. Ah, okay, gut. Also, das haben wir jetzt nicht so deutlich. Also viele Leute würden sagen, lieber den Mann verlieren als die Zweitwohnung, oder? Gut, also wir kommen wieder mehr aufs Politische. Eben, wie gesagt, wir haben schon mal gesagt, CVP, da gibt es ein sehr breites Spektrum. Oder es gibt zum Beispiel ziemlich rechts aussen, ist mal ein Gerhard Pfister, der ziemlich rechts aussen politisiert. Dann gibt es bis ganz links, wobei, wer ist der? Gibt es überhaupt jemanden? Es ist immer die Frage, was ist links und rechts? Ja. Wir die Sache. Politisch thematisieren. Ja, also ein bisschen kann man schon sagen. Nein, wir können die Frage gerne beantworten, das ist gar kein Problem. Ja. Bei der schwulen Heirat seid ihr rechts aussen am Rand und bei der Energiewende seid ihr links aussen. Auch hier ist alles vorhanden, wir sind eine Volkspartei. Eben, und Sie sind sicher nicht auf dieser reaktionären Seite. Darum. Also in gesellschaftspolitischen Fragen stamme ich aus einer Region, die liberale Haltungen hat. Ja, also das ist sowieso liberal ist ja das Wort, wo alle ein bisschen führen, oder? Das ist auch gut. Und vor allem eben in der Mitte spielt es ja eine grosse Rolle. Jetzt aber uns Zürcher interessiert wirklich jetzt noch, bleiben jetzt Basel-Land und Basel-Stadt endgültig getrennt? Oder tun sich beide vereinigen und wir können es dann ins Ausland abschieben? Oder wie sehen Sie die Zukunft? Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie sich einmal vereinigen würden. Aber es gibt gewisse Leute, die finden, man soll gerade den Kanton Nordwestschweiz machen. Das wäre eigentlich auch das Endziel von mir, Kanton Nordwestschweiz. Oder eine gesamteidgenössische Gebietsreform, wo man einfach die ganzen Kantone reformieren und eine Schweiz der Regionen macht. Aber das ist sehr revolutionär. Und da weiss ich, dass ich in meinen Stammlanden vermutlich auch nicht auf grosse Zustimmung treffe. Aber ich denke, wir müssen uns mittelfristig schon mal darüber unterhalten, nicht nur in dieser Sendung, sondern auch im Parlament, was wir mit unserem Föderalismus machen, über eine zeitgemäß. Also eben, die Stadt Basel wäre ja attraktiv und dann hätten Sie auch eine anständige Fasnacht, oder? Ja. Wobei, ich will jetzt also nicht diskutieren darüber, ob jetzt beispielsweise die Zürcher Fasnacht attraktiv ist. Oh nein, die ist ganz mies. Zürcher Fasnacht heisst 6 Leute. Ja, und Luzern. Und läuft auch jedes Mal genau gleich ab. Ja, und Luzern. Wobei lustig jetzt... sind die dicken Zünftler auf der Ross, finde ich, wo etwa die ums Ross, ums Feuer herum reiten. Also als Frau bin ich halt relativ, also bin ich nicht so begehrt als Gast. Frauenzunft, ja. Vielleicht jetzt nach dieser Sendung würde ich dann vielleicht auch mal eingeladen. Mal zum Blümchen geben würde es länger. Also am... ja, wirklich, wären wir dafür. Nein, ich würde mal behaupten, Sie haben noch mehr vor, als einfach Blümchen geben, sondern Sie sind weiterhin in der Politik aktiv und Sie müssen Ihren Sitz verteidigen und den werden Sie sicher auch schaffen im Herbst. Wir wünschen Ihnen alles Gute und danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Das ist
Elisabeth Schneider-Schneider.